Wie lernt man aktiv zuhören? Da sage ich immer meinen Medianten, es geht nicht darum, dem anderen nur anzuhören, zu hören, sondern aktiv zuhören ist wesentlich mehr, weil die Gegenseite muss sich ganz intensiv, wertschätzend, respektvoll auf den Gegenüber einlassen. Ihm alle Aufmerksamkeit geben, sich jetzt genau in die Lage des anderen hinein zu versetzen, um ihn zu verstehen, warum er in dem Konflikt so, ich sag mal, reagiert oder tickt, wie er halt tickt.